Mit dem Alpmarkt in Schwarzenberg geht Mitte September der letzte Höhepunkt der Alpsaison über die Bühne. Seit 18 Jahren findet hier auch die große Käseprämierung statt, was Alpler und Besucher jährlich zu Tausenden in den Bregenzer Wald lockt. Im Angelika-Kaufmann-Saal, wo normalerweise die Schubertiade für Unterhaltung sorgt, konnten sich die Besucher vorab bei einer Verköstigung über die hervorragende Arbeit der Ländlesenner überzeugen. Gleich 148 Käse galt es von der 25-köpfigen Jury unter die Lupe zu nehmen. Welche Kriterien bei der inzwischen zweiten Heumilch-Käseprämierung ausschlaggebend sind, erklärte uns der Juryvorsitzende. Ja, der Käse wird vom Äußeren, also wie der Käse äußerlich ausschaut, bewertet. Dann geht es um die Lochung, um die Teigbeschaffenheit, also sprich die Konsistenz des Käses. Und dann der große Brocken, so gesagt 10 Punkte von insgesamt 20, kann man für Geruch und Geschmack vergeben. Wir haben das Ganze natürlich auch seit 2 Jahren unter dem Motto Heumich, Heumich-Käse-Prämierung. Also es werden hier ausschließlich Heumich-Käse prämiert, die aus Vorarlberg stammen. Also insgesamt 140 Käsereien, Alpsennereien und 28 B- und Verarbeitungsbetriebe in Vorarlberg. Ja, Heumich ist bei uns seit vielen, vielen Jahrhunderten bereits eine Bewirtschaftungsform, wo Heu, also Gras, getrocknet wird und über den Winter dann als Heu den Kühen verfüttert wird. Und das ist ja in Vorarlberg relativ viel Milchmenge, die hier so produziert wird. Ungefähr 70% der gesamten Vorarlberger Milch wird unter Heumich produziert. Die Bedeutung der jährlichen Prämierung für Vorarlberg brachte der zuständige Landesrat auf den Punkt. Die Käseprämierung ist Gott sei Dank im Terminkalender fixiert. Alle Jahre Mitte September findet sie statt und hat eine sehr große Bedeutung, weil dadurch auch dieser Alp- und Bergkäse deutlich zum Ausdruck bringt, ist ein wichtiger Botschafter nach außen, ein Produkt aus unserer herrlichen Landschaft, aus der Natur, von Menschen auf natürliche Art erzeugt und hergestellt und aber auch ein Wettbewerb nach innen, weil sich hier die Almbäuerinnen und Almbauern und die Sennereien untereinander messen können, wer hat die beste Qualität. Dass das Käsehandwerk im Lände top ist und die Prämierung so wichtig wie für andere Ostern, stellten die Eröffnungsredner fest. Dies war auch im bis auf den letzten Platz gefüllten Saal spürbar. Viel Applaus gab es für die Käsemacher, die in 6 verschiedenen Kategorien in Bronze, Silber und Gold ausgezeichnet wurden. Das Publikum selbst wählte Manuel Gasser von der Alpe Gulm-Gäfis zum Sieger der Konsumentenjury, während sich die Fachleute für die Dorfsennerei Schlinz-Röns entschieden. St. Thomas Kaufmann konnte sich hier den Gesamtsieg sichern und durfte von Josef Rupp ein ganz besonderes Geschenk entgegennehmen. Dass der Alpmarkt einen hohen Stellenwert im Ort hat, bestätigte der Bürgermeister. Das ist nicht nur ein kleiner Feiertag, das ist ein sehr großer Feiertag. Das heißt, es ist schulfrei an dem Tag, der Kindergarten hat frei, die Kinderbetreuung hat frei und alle sind auf den Beinen und im Marktgeschehen möchten die Bergkäse und Alpkäse, vor allem Prämierung, möchten sie sehen und natürlich Produkte, wie heuer das erste Mal auch die Genussregionen Österreich hier vertreten sind, aus der Steiermark, aus Niederösterreich und ihre Produkte anbieten. Und hier hohe Qualität, auf das wir ganz, ganz großen Wert legen, große und hohe Qualität dem Kunden zu präsentieren und dementsprechend auch an den Mann, an die Frau zu bringen.
Und die Schubertiade hat sicher das Highlight in Schwarzenberg, im Bregenzer Wald, mit heuer über 33.000 Besucher bei den Konzerten. Aber ansonsten ist Schwarzenberg eigentlich eine Wohngemeinde, nahegelegt zum Vorarlberger Rheintal, mit einem ganz, ganz gesunden Mix an Gewerbebetrieben, Mittel-Kleinbetrieben bis hin zur Gastronomie natürlich mit zwei Hauptlokalen im Dorf selber. Schauplatzwechsel auf die Marktmeile, wo neben den bäuerlichen Produkten heuer erstmals auch die Genussregion Österreich mit mehreren Ständen vertreten war. Von Wachauer Whisky über Waldviertler Mohn bis hin zum steirischen Krähen und dem Ländle-Apfel samt dem neuen Wälder Molkebier konnten die Gäste eine Vielfalt an Produkten erwerben und natürlich auch probieren. Dabei erfuhren wir auch, was hinter der Marke Genussregion steckt. Wir haben in Österreich 113 Genussregionen, die sich nach ihren Leitprodukten orientieren und profilieren. Und es ist auch ganz gut, dass wir in Vorarlberg 7 solche Genussregionen haben. Und mit diesen 7 Genussregionen und mit Vertretern von der Steiermark und Niederösterreich treten wir hier gemeinsam das erste Mal auf. Es ist ja schwierig, Österreich in Vorarlberg zu vereinen, aber es ist ein toller Anfang, der sicher eine gewisse Nachfolge haben wird und in Vorarlberg dann Fuß fassen wird. Dass September und Oktober mit dem Bregenzer Wälder Käseherbst die Zeichen ganz auf Genuss stehen, bestätigte Michael Moosbrucker. Ja, wir freuen uns, den Bregenzer Wälder Käseherbst bereits zum 4. Mal ausführen zu können in den Dörfern des Bregenzer Waldes. Ich denke, es ist das vielfältige Programm, das diesen Käseherbst auszeichnet. Kein Standardprogramm, das das ganzjährig in der Region stattfindet, sondern speziell für diesen Zeitraum. Initiieren unsere Mitgliedsbetriebe, deren wir 180 innerhalb unserer Käsestraße haben, verschiedenste Veranstaltungen aus allen Themenbereichen. Und ich denke, dieses Potpourri ist extrem spannend, sowohl für Einheimische als auch für Gäste. Und es ladet, denke ich, sehr ein, das Programm hier teilzunehmen und sich sein persönliches Genusserlebnis herauszusuchen. Die Rückkehr der Elplerinnen und Elpler mit ihrem geschmückten Vieh wurde auch in diesem Jahr groß gefeiert. Schwarzenberg bot mit Albtag und Markt dabei wieder einen stimmungsvollen Rahmen für Jung und Alt. Was zeichnet denn einen original Bregenzer Wälder Elpler aus? Er gehört geschaffen und gehen Talpsi. Okay, danke. Und was meinst du, gehört der Alltag in Schwarzenberg fix in den Kalender? Muss man da einfach dabei sein? Ja, auf jeden Fall ist der größte Vieltag für den Elpler. Ja, mit diesen Bildern verabschieden wir uns vom großen Markt hier in Schwarzenberg. Schön, dass Sie mit dabei waren.